Hallo und willkommen bei Bildner TV. Sucht ihr eine Möglichkeit, um eure Excel-Arbeitsmappen oder Arbeitsblätter ansprechender und individueller zu gestalten? Nun, da gibt es einige Möglichkeiten, die ihr sicher noch nicht kennt, nämlich die versteckten Optionen zu den Arbeitsblättern und Arbeitsmappen. Ich zeige euch, wo ihr sie findet und wie ihr sie anwendet. Bis gleich! Grüße euch und willkommen zu eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben bei Bildner TV. Ich bin der Andi und ich zeige euch heute, wo ihr in Excel Einstellungsmöglichkeiten findet, mit denen ihr eure Arbeitsmappe und auch die Arbeitsblätter noch ein bisschen individualisieren könnt und eben etwas aufpeppen könnt. Das versteckt sich in den Optionen. Ihr habt es vielleicht schon mal gesehen, aber nie so richtig einen Blick drauf geworfen. Aber damit kann man einiges machen. Und ich finde vor allem, wenn ihr eine Excel-Arbeitsmappe vorbereitet, die später dann andere benutzen sollen, kann man da ein paar Dinge aus- und einschalten, sodass Besucher oder Benutzer eurer Mappe gar nicht in Versuchung geführt werden, einige Dinge überhaupt zu machen. Ja, schauen wir uns am besten gleich mal an, was wir da machen können. Ich habe hier eine ganz simple Excel-Mappe. Und wie gesagt, es gibt Einstellungsmöglichkeiten, die die komplette Excel-Arbeitsmappe betreffen, das heißt die komplette Datei, und Einstellungen für meine einzelnen Tabellenblätter. Deswegen mache ich hier mal noch ein Tabellenblatt 2. So. Da schreibe ich einfach nur Tabelle 2 rein, das genügt. Ja, und ihr findet jetzt so Einstellungsmöglichkeiten in den Optionen. Dazu geht ihr oben auf das Register Datei und auf der linken Seite ganz unten findet ihr die Optionen, auch bei älteren Excel-Versionen. Manchmal ist diese Punktoption nur ein bisschen nach oben oder unten gerutscht, aber ihr werdet es da auf alle Fälle finden. So, und bei den Optionen geht ihr auf der linken Seite, ich zoome näher ran, findet ihr den Punkt Erweitert. Dieser hier, erweitert. Und ja, da habt ihr auf der rechten Seite viel, viel aufgelistet. Auch da sind einige interessante Einstellungen dabei, aber die zeige ich euch mal in einem anderen Video. Und da müssen wir jetzt nach unten blättern und schaut auf die Überschriften. Und wenn wir schon ziemlich weit unten sind, dann erhaltet ihr die Optionen für diese Arbeitsmappe und Optionen für dieses Arbeitsblatt. Und wenn ihr jetzt auf dem falschen Arbeitsblatt seid, dann könnt ihr das hier sogar verändern. Also ihr seht rechts in der Anzeige daneben, ich zoome hier nochmal näher ran, seht ihr, wir bearbeiten jetzt die Arbeitsmappe Umsatz und darunter Optionen für das Arbeitsblatt Tabelle 1. Ja, was kann man hier so alles einstellen? Also als erstes können wir bei der Arbeitsmappe können wir hier einstellen, ob wir überhaupt die Scrollleisten sehen wollen. Und zwar, das sind die auf der rechten Seite, mit denen ihr nach oben und unten und links und rechts blättert. Jetzt werdet ihr fragen, boah, was bringt das groß? Aber schauen wir es uns mal an, wenn ich beide mal ausschalte, dann sind die nicht mehr da. Ihr könnt durchaus noch blättern. Das heißt, wenn ich jetzt nämlich mein Mausrad nehme und zum Beispiel nach oben und unten, dann kann ich da immer noch blättern. Und ich kann auch immer noch zoomen. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel rechts hinklicke und jetzt mit den Pfeiltasten nach rechts blättere, geht es immer noch weiter. Aber die Scrollleisten sind weg. Und jetzt werdet ihr sagen, ja toll, was bringt mir das? Naja, ihr habt einfach ein bisschen mehr Platz am Bildschirm. Das heißt, wenn ihr versucht, eine Excel-Datei zu erstellen, wo ihr auf möglichst viel störendes Zeug verzichten wollt, dann könnt ihr ja sehr viel deaktivieren. Das Menüband oben, das habe ich euch übrigens schon mal in einem anderen Video gezeigt. Und das sehr, sehr clean gestalten. Und dazu gehört eben auch die Scrollleisten, dass man die einfach mal wegblenden kann. Aber da sind eben auch noch weitere Anzeigemöglichkeiten versteckt. Also Optionen erweitert, ziemlich weit runterblättern. Ich schalte jetzt mal die Scrollleisten wieder an. Ihr könnt auch hier einstellen, ob ihr zum Beispiel die Registerkarten sehen wollt. Also hier unten das Tabelle 1, Tabelle 2, Tabelle 3. Ja, warum würdet ihr die verstecken wollen? Naja, ihr habt zum Beispiel eine Eingabemaske erstellt, wo jemand was eintragen soll und die anderen Tabellenblätter, die sollen die Leute einfach nicht sehen. Und die sollen einfach nicht da sein. Ja, dann gehe ich her und schalte eben Blattregisterkarten anzeigen, schalte das aus. Und jetzt ist hier unten das komplett verschwunden. Ja, das heißt, ich habe hier jetzt hier gar keine Möglichkeit umzuschalten.
Ich könnte unten auch hergehen und sagen, versteckte wieder einblenden. Ja, damit ist die Möglichkeit da unten auch genommen. Ich habe nur noch hier dieses eine Blatt, das ich jetzt meinem Benutzer zeigen kann. Der kann da unten nicht groß zwischen anderen Tabellenblättern herwechseln. Und wenn er sich eben in Excel auskennt, die jetzt auch nicht so ohne weiteres wieder einblenden. Und auf die Idee, da in den Optionen nachzuschauen, ja, ich wette, da kommen die wenigsten drauf. Ja, was haben wir noch? So, wieder runterblättern. Ihr habt dann hier auch noch die Möglichkeit, Objekte anzeigen zu lassen. Dazu gehören zum Beispiel Grafiken. Das heißt, habt ihr Bilder eingefügt, könnt ihr hier in den Optionen die Bilder auch einfach ausschalten lassen, dass sie nicht angezeigt werden. Das kann häufig sehr nützlich sein, wenn ihr zum Beispiel Sachen bearbeiten wollt, die hinter diesen Bildern geschrieben sind, zum Beispiel irgendwelche Hilfsberechnungen. Dann lasst auch einfach alle Objekte ausblenden, dann verschwinden die alle und ihr habt nur noch die, sage ich mal, nackte Tabelle vor euch. Ja, und bevor wir uns die Arbeitsblätter anschauen, da noch ein Hinweis, wenn ihr alles rund um diese Einstellungen in Excel wissen wollt, findet ihr das natürlich auch in unseren Büchern zu Microsoft Excel, wie hier Stufe 1 2019 Grundlagen. Aber wir haben natürlich auch Bücher zu allen vorhergehenden Versionen und für 2021 ist natürlich das Buch auch bald verfügbar. Und ihr könnt eines dieser Bücher auch gewinnen, wenn ihr bei unserem wöchentlichen Gewinnspiel mitmacht. Dazu müsst ihr einfach nur einen Kommentar unter einem unserer Videos dalassen und ihr nehmt automatisch teil. Der Gewinner, der bekommt ein Buch zur freien Auswahl aus unserem Verlagsprogramm. Ja, und jetzt gleich zurück schauen wir uns die Einstellungen für die Arbeitsmappen an. Und das ist jetzt wirklich für jede einzelne Mappe. Das heißt, wenn ich hier in die Optionen gehe, unter Erweitert, wieder runterblättere und hier jetzt eben habe ich die Arbeitsmappe. Ich schalte mir die Registerkarten wieder ein und jetzt für die einzelnen Blätter. Und hier ist das Erste, was mich, sagen wir mal, ich fange jetzt ganz unten an. Ihr könnt die Gitternetzlinien hier im Hintergrund, diese hellgrauen Hilfslinien, die könnt ihr leicht ein- und ausblenden. Das müsst ihr nicht hier machen, das habe ich euch an anderer Stelle schon gezeigt. Aber ihr könnt hier die Farbe festlegen. Auch das ist manchmal ganz praktisch, wenn ihr zum Beispiel sehr viel mit Grau und Blau in euren Farben arbeitet, dann kann man oftmals die Hilfslinien, die ihr hier habt, nicht von den voreingestellten Rahmenlinien unterscheiden. Und wenn ich dem einfach eine andere Farbe gebe, ich mache es jetzt mal ganz krass und nehme wirklich ein Rot, dass es auffällt und jetzt mit OK bestätige, dann seht ihr, habt ihr jetzt hier die Gitternetzlinien eingefärbt. Und so kann man zum Beispiel auch schnell unterscheiden, habe ich hier jetzt eine Rahmenlinie gezogen oder sehe ich da eigentlich nur diese Gitternetzlinien, die im Druck gar nicht mit ausgedruckt werden. Ein- und Ausblenden habe ich eigentlich oft genug gezeigt, aber auch an der Stelle, nochmal, ihr findet es unter dem Register Ansicht, Gitternetzlinien, da könnt ihr sie einfach aus- und einschalten, da müsst ihr nicht extra in die Optionen gehen. Ja, und was finden wir noch? Zurück in die Optionen, erweitert und hier in meine Optionen für dieses Arbeitsblatt. Und zwei Dinge, die mir hier noch einfallen, die wirklich sinnvoll sind, die man öfter hernehmen kann, mal auch, sind zum Beispiel hier die Zeilen- und Spaltenüberschriften anzeigen, dass ich das ausschalte. Dann verschwindet nämlich das ABC und das 1, 2, 3, also die Zeilennummerierung und die Spaltennummerierung. Schaut einfach dann ein bisschen cleaner und schöner aus auch. Und ich kann mir anstelle von den berechneten Werten auch die Formeln in meiner Zelle hier anzeigen lassen. Das mache ich jetzt mal beides. Das heißt, ihr seht, oben ist das A, B, C, D und so weiter verschwunden. Das nehme ich her, wenn ich auch wieder zum Beispiel ein Endprodukt hier für einen anderen Benutzer erstelle und der braucht diese Angaben eigentlich gar nicht. Dann schaut es so natürlich ja, etwas schöner aus, wenn die verschwunden sind. Und auf der anderen Seite, wenn ich Formeln und Funktionen nachvollziehen will, dann kann ich hier eben auch die Formeln anzeigen lassen. Und ihr seht, anstatt der Werte steht jetzt hier überall die Funktion drinnen und kann so besser nachvollziehen, was wird hier eigentlich überall gemacht und wo wird überall eigentlich etwas berechnet. Ja, das wäre es eigentlich schon gewesen. Ich bin mir sicher, da sind einige Einstellungen dabei, die ihr so vielleicht noch nie gesehen habt. Aber ich bin mir da ziemlich sicher, dass es da den einen oder anderen von euch gibt,
der die durchaus wann mal hernehmen wird. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like da und natürlich freue ich mich, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Wir sehen uns das nächste Mal bei Bildner TV. Ich freue mich schon drauf. Ciao.